Hallo liebe Katzefreunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich euch ganz gerne vorstellen, wie ich persönlich einen Grundkurs beim Kitesurfen aufbaue. Also wenn man mit null Vorerfahrung reingeht in den Sport bis hin zu den ersten Metern auf dem Brett. Ihr bekommt wie gehabt immer so ein paar gute Praxistipps von mir wieder mit an die Hand, die euch hoffentlich weiterhelfen, wenn ihr auf dem Wasser seid. Merkt euch aber bitte, dass dieses Video keine Schulung komplett ersetzen soll, also nehmt euch einen kompetenten Coach zur Seite, der euch den Sport sicher und systematisch beibringt, damit ihr am Ende möglichst viel Spaß habt auf dem Wasser und euch nicht verletzt beim Lernprozess. Der Kitesurfkurs baut sich bei mir in drei große Steps auf. Das ist zum einen die Kite-Kontrolle, zum zweiten die Bodydrags und zum dritten der Wasserstart. Und die einzelnen Steps schauen wir uns jetzt im Detail genauer an. Bevor wir aufs Wasser gehen und mit den ersten Flugübungen starten, zeige ich euch, wie man den Schirm korrekt aufbaut, wie viel Druck rein muss, wie man sich richtig zum Wind positioniert und danach, wie man die Leinen auslegt von der Bar, die richtig separiert und danach korrekt am Kite anknüpft. Wenn das alles passt und gut aufgebaut ist, dann kann es losgehen mit den ersten Flugübungen. Bei der Kite-Kontrolle geht es als allererstes darum, ein Gefühl zu bekommen, wie man den Schirm kontrolliert lenken kann, ohne viel Power zu bekommen. Ich fange hier bewusst mit einer ganz, ganz simplen Übung an. Man zieht vorsichtig an der oberen Steuerleine, dann kommt der Schirm aus dem Wasser ein bisschen raus und bevor er zu weit nach oben kommt, gebe ich die Steuerleine wieder ein bisschen nach. Also es ist eigentlich nur ein vorsichtiges Ranziehen und vorsichtiges Nachgeben mit der oberen Steuerleine. Das Ganze schauen wir uns jetzt von hinten an, dass wir den Schirm auch mit drauf haben. Ich ziehe ein bisschen ran, dann kommt der Schirm ein bisschen nach oben und bevor er zu weit nach unten geht, gebe ich wieder ein bisschen nach. Das sind ganz kleine, feine Bewegungen, man braucht nicht viel Kraft dabei, das ist einfach Feeling an den Fingerspitzen, das man am Anfang entwickeln muss. Wenn das auf die linke Seite passt, machen wir das Ganze auch auf der anderen Seite, also auf der linken Seite mit der rechten Hand in dem Fall. Ziehe ein bisschen ran, dann kommt er nach oben. Bevor er zu weit nach oben kommt, gebe ich wieder ein bisschen nach. Also es ist ein ganz, ganz einfacher Bewegungsablauf, nur vorsichtig ranziehen und nachgeben. Ranziehen und nachgeben. Das ist super zum Reinkommen, ein bisschen Gefühl zu kriegen, dass der Schirm ein bisschen zeitversetzt reagiert. Wenn man einen Lenkimpuls gibt, braucht der Schirm nämlich so 1 bis 2 Sekunden, bis er auf diesen Impuls reagiert. Wenn man zu spät hochlenkt, passiert auch nichts. Der Schirm fällt einfach ein bisschen aufs Wasser ab und dann kann man ihn ganz einfach wieder starten. Das ist die erste Übung. Wenn die passt, geht es weiter mit der nächsten Übung. Hier geht es darum, den Schirm mit beiden Händen zu kontrollieren, wenn er direkt über uns ist. Das heißt, vorsichtig nur mit den Fingerspitzen, nicht mit Kraft mit den Oberarmen, sondern nur mit den Fingerspitzen spüren, wo die Leinenspannung entsteht und den Schirm kontrolliert an einer Stelle genau über uns halten. Wenn das gut klappt, dann machen wir genau das Gleiche, nur laufen wir dabei auch nach vorne. Um es ein kleines bisschen schwieriger zu machen, kann man auch nach unten auf die graue Leine schauen. Das ist wie ein Uhrzeiger, kann man sich vorstellen. Wenn die graue Leine, wo der Schüler gerade nach vorne schaut, ein bisschen nach rechts ausschlägt, muss man ein bisschen links lenken. Und wenn die ein bisschen nach links ausschlägt, ein bisschen rechts lenken. Wenn die genau zentral ist, ist der Schirm schön über uns, da wo er erstmal sein sollte. Wenn ihr den Kite jetzt sicher mit beiden Händen kontrollieren könnt, dann geht es weiter mit einer Hand. Dafür bringt ihr die Hand mittig an die Bar, der Daumen liegt unten an, wie ihr seht. Und jetzt muss man viel aus dem Handgelenk arbeiten. Das sind am Anfang ein bisschen ungewohnte Bewegungen. Ein kleiner Tipp von mir, haltet den Schirm ein bisschen links von 12 Uhr, dann habt ihr ein bisschen Spielraum zu verlenken. Weil wenn man nur die rechte Hand an der Bar hat, tendiert man immer dazu, ein bisschen rechts zu ziehen. Wenn das mit dem Vor- und Zurücklaufen dann gut klappt, mit beiden Händen jeweils, dann können wir uns auch seitlich bewegen. Wenn ihr jetzt nach links laufen wollt, wie in dem Fall hier, haltet den Schirm auch ein bisschen links, der ist jetzt ungefähr auf 11 Uhr auf der linken Seite, dann lauft ihr mit dem Schirm und arbeitet nicht dagegen. Wenn ihr den Schirm jetzt sauber mit einer Hand kontrollieren könnt, dann geht es weiter mit dem Druckpunkt. Das heißt, ihr lernt, wie ihr die Power im Schirm checken könnt und, was die Schülerin hier gerade macht, mit der Deep Power Leine richtig arbeitet. Das heißt, mehr oder weniger Druck in den Kite reingebt. Super wichtiges Thema, was bei mir ganz am Anfang schon angesprochen wird, weil ihr dadurch sehr viel Sicherheit bekommt, wenn ihr wisst, wie ihr mehr und weniger Power im Schirm haben könnt.
Wenn der Kite direkt vor euch liegt, wie in dem Fall, fängt er relativ viel Wind ein. Was ihr dann machen solltet, ist eine der Steuerleinen nehmen, zur Brust ranziehen, so lange bis der Schirm sich aufstellt und 90 Grad zum Wasser erreicht, also die dunkelblaue Tube, die sich jetzt ein bisschen aufrichtet, fast 90 Grad hat, dann gibt man nach. Und ab einem gewissen Winkel kann man sogar loslassen und ihr seht, dann wandert der Schirm von alleine bis zur Seite, wo er keinen Druck mehr hat. Am Ende der Kite-Kontrolle gehe ich ganz gerne noch ein paar wichtige Sicherheitssteps mit euch durch. Hier in dem Fall haben wir jetzt den Kite ausgelöst, nennt sich auch Quick Release. Nachdem wir das ausgelöst haben, den Kite, lernen wir, wie man das Quick Release wieder richtig zusammenbaut. Hier ein ganz cooler Praxistipp von mir noch. Wenn ihr diese vierte Leine, an der ihr noch verbunden seid mit dem Kite, 10-mal um euren Trapezhaken wickelt, wie der Schüler hier macht, dann könnt ihr die loslassen, habt beide Hände frei, um das Quick Release wieder zusammenzubauen. Ich werde noch ein ausführliches Thema machen, was Sicherheit angeht. Da werde ich das nochmal im Detail beschreiben. Wichtig für euch zu wissen, dass das im Grundkurs auf jeden Fall mehr als einmal gemacht werden sollte, dieser Ablauf, das Auslösen und Zusammenbauen. Weil, glaubt mir, wenn man es nur einmal gemacht hat und das dann im Ernstfall braucht, kann man sich nicht mehr daran erinnern, wie das genau funktioniert. Also wichtig, mehrmals üben, dass ihr einfach in der Notsituation genau wisst, was ihr zu tun habt. Wenn ihr das wieder zusammengebaut habt, kriegt der Schirm langsam wieder Druck. Nicht erschrecken, wenn der Druck kriegt. Und dann schaut ihr, ob die Leinen frei sind. Wenn sie frei sind, könnt ihr ihn ganz normal wieder starten, was wir in der vorigen Sequenz uns gemeinsam angeschaut haben. Das heißt, jetzt in dem Fall nimmt der Schüler die weiße Leine, zieht an dem Schwimmer ran, bis der Schirm sich 90 Grad aufstellt. Bisschen mehr noch ziehen. Genau, bisschen mehr. Dann stellt er sich langsam auf. Und kurz bevor er 90 Grad erreicht hat, der Kite, geben wir den Zug an der Steuerleine ein bisschen nach. Nochmal ein bisschen ranziehen und jetzt nachgeben. Und jetzt wandert der Schirm wieder von alleine bis zur Seite, bis zum Windfensterrand. In den meisten Fällen dürfen meine Schüler den Kite selbstständig landen nach der ersten Session schon, wenn die Kite-Kontrolle gut passt. Ich stehe natürlich jederzeit dahinter und kann eingreifen, wenn ein Fehler passiert. Jetzt greife ich gleich kurz in die Bar. Hier, weil der schon ein bisschen zu schnell runterkommt. Dann geht nochmal ein bisschen hoch, gebt nach. Und dann ist der Starthelfer und Landehelfer schon da, um ihn anzunehmen. Und das wäre die erste Session zur Kite-Kontrolle. Die Session, die wir uns eben zusammen angeschaut haben mit der Kite-Kontrolle, dauert plus minus 2 bis 3 Stunden. Natürlich ist das individuell abhängig vom Schüler, vom Fortschritt. Wenn man Vorerfahrungen mit reinbringt in den Kurs, wie zum Beispiel Segeln oder kleine Lenkmatten schon mal geflogen hat, dann geht es natürlich schneller. Wenn man komplett bei Null anfängt, dann kann es ein bisschen länger dauern. Aber so plus minus 2 bis 3 Stunden sollte man sich für diese ersten Skills schon einplanen. Zwei wichtige Praxistipps bekommt ihr noch von mir für die Kite-Kontrolle. Zum einen ist das, dass ihr ganz viel mit der Deep-Power-Leine arbeiten solltet von Anfang an. Dann bekommt ihr einfach ein Gefühl, ein Verständnis, wie viel Druck reinkommt in den Schirm, wie man Druck rausnehmen kann. Deshalb habe ich auch ein komplettes Video, YouTube-Video zum Druckpunkt schon gemacht. Wenn ihr das noch nicht angeschaut habt, schaut gerne in meinen Kanal, da findet ihr das. Der zweite Praxistipp ist auch super wichtig. Greift die Bar nicht fest mit dem Daumen hinten, sondern gerade am Anfang einfach wirklich nur mit den Fingerspitzen fühlen, dass ihr ein Gefühl für den Druck bekommt. Kitesurfen ist ein Feelingsport und kein Kraftsport, also sollte man sich das von Anfang an angewöhnen, nicht gegen den Kite, sondern mit dem Kite zu arbeiten. Wenn wir jetzt die erste Session abgeschlossen haben, dann legen wir eine kleine Pause ein oder machen am nächsten Tag weiter. Jetzt schauen wir uns zusammen an, was wir bei der nächsten Session machen. Da geht es entweder, tut man die erste Session nochmal wiederholen, ein bisschen mit der Kite-Kontrolle arbeiten. Wenn das aufgefrischt ist, dann geht es weiter mit dem nächsten, mit dem zweiten großen Step beim Kite-Kurs und das sind die Body Drags. Das schauen wir uns jetzt zusammen an. Bei der zweiten Session dürfen meine Schüler den Schirm dann selbstständig starten. Wichtig, dass man ein gutes Stück die Deep-Power-Leine ranzieht. Die mittleren Leinen ausdreht, wenn die verdreht sind, festen Stand hat und nochmal double checkt, ob alles passt. In dem Fall startet der Schüler jetzt außen an dem Schwimmer, gibt den Daumen nach oben, dann lässt der Starthelfer los und der Schüler lenkt den Schirm ganz langsam, vorsichtig nach oben. Lieber nochmal wegschieben als zu schnell ranziehen. Den größten Fehler, den man machen kann, ist unkontrolliert ranzuziehen beim Starten und dann mit beiden Händen sich festhalten an der Bar. Wenn der Schirm dann auf 12 Uhr ist,
Dann dürft ihr beide Hände vorne reinhängen an der Bar und das allererste ist bei mir ganz wichtig, den Druckpunkt fühlen und dann seht ihr schon, ob die Power vom Schirm gut ist. Wenn der Druckpunkt jetzt nicht passen sollte, könnte man mit der Deepowerline arbeiten oder wenn der gar nicht passt, der Druckpunkt direkt nochmal landen und die Schirmgröße wechseln. Jetzt geht's weiter mit den Body Drags. Jetzt wird es richtig spaßig. Der erste Teil, die Kite-Kontrolle, ist wichtig für die Basis zum Aufbauen, dass man den Schirm sauber kontrolliert, ohne durchs Wasser gezogen zu werden. Und jetzt wollen wir bewusst durchs Wasser gezogen werden bei den Body Drags. Das heißt, wir ziehen die Bar ein bisschen unter den Druckpunkt. Das heißt, der Schirm fängt mehr Wind ein und wir lassen uns einfach nur nach vorne ziehen auf dem Bauch. Der Schirm sollte erstmal beim ersten Body Drag ruhig auf 12 Uhr stehen bleiben und wir lassen uns einfach nur ruhig nach vorne ziehen auf dem Bauch. Der Ablauf für den zweiten Body Drag fängt genau gleich an. Wir legen uns nach vorne auf den Bauch, ziehen die Bar ein bisschen ran und geben aber jetzt kleine Lenkimpulse links, rechts, 11, 1, 11, 1. Das heißt, wir versuchen einen schönen Rhythmus zu finden und den Schirm sauber in Bewegung zu halten. Ihr seht, hier ist er auf 11, rechts auf 1, links auf 11. Und so weiter. Dann stellen wir uns wieder hin, depowern und laufen ein bisschen rückwärts. Um das Feeling für den Bodydeck zu festigen, kann das zwischendurch sinnvoll sein, das im Trockenen zu üben, ohne Kite in der Luft. Das heißt, ihr schaut, dass ihr ein Gefühl für den Rhythmus bekommt, für dieses links-rechts lenken. Der dritte Bodydrag, den wir uns jetzt anschauen, ist die Vorbereitung für den Wasserstart. Dafür lenkt ihr den Schirm nicht mehr 11-1, 11-1, sondern von 12 rechts auf 2 Uhr runter, wieder 12 auf 2. Das heißt, ihr haltet den auf der rechten Seite. Runter auf 2, hoch auf 12, nochmal rechts, rechts runter auf 2, links wieder hoch auf 12. Für die Bodydrags solltet ihr euch auch ungefähr 2 bis 3 Stunden einplanen. Ähnlich wie bei der Kite-Kontrolle auch ist das natürlich total individuell unterschiedlich, aber so roundabout dauert es schon 2 bis 3 Stunden, bis man diese Skills fest im Muscle Memory verankert hat. Auch für die Bodydrags gebe ich euch wieder 2 gute Praxistipps mit an die Hand. Zum einen, wenn ihr den Bodydrag gemacht habt, also Downwind gedriftet seid und aufsteht, tut das allererstes die Deepowerline runterziehen. Dann ist der Druckpunkt weiter unten, ihr habt weniger Power im Kite und könnt deutlich einfacher rückwärts laufen. Dann aber nicht vergessen, die Deepowerline wieder zu öffnen, bevor ihr den nächsten Bodydrag macht, damit ihr wieder den richtigen Druck im Schirm habt. Der zweite Praxistipp ist ganz, ganz wichtig, den letzten Bodydrag, den wir uns angeschaut haben, den 12 auf 2, 12 auf 2 und 12 auf 10, 12 auf 10, wirklich oft zu wiederholen. Das ist nämlich die Basis für den Wasserstart später. Ihr müsst ein Verständnis haben, wie hart lenke ich ein und wie viel Power zukriege ich dadurch von dem Schirm. Also fangt mit kleinen Bewegungen an, ihr könnt auch erstmal nur 12 auf 1, 12 auf 1 und dann größer werden. Aber wichtig ist, dass ihr einen guten Rhythmus habt und das aus dem FF klappt. Also wenn ihr da noch nicht 100% sicher seid, wiederholt diesen Bodydrag noch ein paar Mal, bis er 100% sitzt. Kleine Info noch, ich lasse den Abwind-Bodydrag bewusst weg. Das ist ein Bodydrag, den man im tiefen Wasser braucht, um sein Brett zu holen. Ich bin der Meinung, wenn man hier im Stehrevier in Elguna bei mir lernt, braucht man den erstmal ohnehin nicht und die meisten Anfänger gehen erstmal weiter in Stehreviere kiten. Wenn man natürlich sagt, man will in einem Tiefwasser nach der Schulung hier in Ägypten weiter trainieren, dann baue ich den mit ein. Aber ansonsten macht der für mich motorisch an der Stelle keinen Sinn, weil den Bodydeck, den wir uns jetzt angeschaut haben, 12 auf 2, 12 auf 2 und 12 auf 10, 12 auf 10, ist wie gesagt die Ausgangssituation für den Wasserstart, mit dem es jetzt weitergeht bei der nächsten Session. Wenn es an den Wasserstart geht, finde ich es mega hilfreich, die Bewegung am Strand vorher im Trockenen durchzugehen. Da kann man nämlich schon einige Fehler vorab klären. In dem Beispiel jetzt hier werden die Beine zu doll durchgestreckt. Man denkt nämlich, man will aufstehen. Dadurch streckt man die Beine, hat aber dafür eine instabile Position. Das kann man gut korrigieren. Man kann die Schultern schon richtig ausrichten. Man kann das nach vorne rollen üben. Also man kann ganz viele Sachen schon vorab gut trainieren. Schauen wir uns einmal zusammen an. Klein machen. Bisschen ranziehen, links einlenken, nach vorne rollen, links einlenken, nach vorne rollen, gegenlenken, klein bleiben und die Schultern ausrichten. Wenn das alles passt und sicher ist, dann geht es weiter auf dem Wasser. Wir wiederholen hier die Übung, die wir beim Bodyjack gelernt haben, dieses 11-1, 11-1, 11-1 lenken. Ihr seht, dann kriegen wir schon ein bisschen den Zug. Ich halte den Schüler hier hinten fest. Das heißt, wenn er zu viel Power gibt, fliegt er nicht vorne übers Brett, sondern ich ziehe ihn einfach wieder zurück und sage, dass er beim nächsten Mal ein bisschen weniger lenken soll.
Das heißt, hier geht es erstmal darum, ein Gefühl für den Zug am Trapez zu entwickeln, ohne losfahren zu wollen. Wenn ihr den Schirm nämlich immer wieder in die andere Richtung lenkt, was der Schüler hier macht, kann es nicht losgehen, weil der Schirm ja immer wieder in die andere Richtung zieht. Aber das Tolle ist, ihr bekommt ohne Stress hier, oh, da steht ihr schon auf dem Brett, ein Gefühl, ganz entspannt hochzukommen und nicht den Stress zu haben, oh, wenn ich jetzt einen Fehler mache, geht es nach vorne ab und ich fliege aufs Gesicht und der Schirm crasht. Das heißt, die Übung finde ich ganz toll vorher zu machen, einfach um ein Gefühl für den Zug am Trapez zu bekommen, dass das euer Freund wird und nicht euer Feind. Das machen wir so lange, bis man wirklich weiß, okay, wie hart lenke ich, wie viel Zug kriege ich, dass ich gerade so hochkomme aufs Brett. Jetzt machen wir genau das Gleiche, nur dass wir von 12 auf 2, 12 auf 2 gehen mit dem Schirm. Also wir halten den Schirm auf der rechten Seite, fangen mit kleinen Lenkbewegungen an. Ihr seht, ich halte den Schüler noch hinten fest, dass wenn er einen Fehler macht, nicht vorne abdüst. Wichtig auch, wenn ihr mal auf die Fersen achtet, die sind die ganze Zeit belastet. Wenn man die nicht drückt, kann es auch sein, dass das Brett einfach nach vorne wegschlittert. Jetzt erhöht er langsam die Lenkbewegung, rollt sich aktiv nach vorne und das sind dann tatsächlich schon die ersten kleinen Meter auf dem Board. Fängt ein bisschen härter runter, geht mit nach vorne noch eine Lenkbewegung und dann müsste er gleich jetzt schon oben stehen auf dem Brett. Dann den Schirm wieder hochlenken auf 12 und nach hinten absetzen. Wenn ihr den Wasserstart selbstständig dann übt, ist ganz wichtig, dass ihr immer wieder den Druckpunkt checkt. Hier in dem Fall war der zu weit unten. Jetzt löst der Schüler die Deepower-Line ein bisschen. Dann ist der Druckpunkt wieder schön in der Mitte. Und dann ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Wasserstart, wie hart ihr einschlagt, wenn nicht der wichtigste Punkt. Erst ziehen wir die Bahn ein bisschen ran, lenken den Schirm dann links ein und dieser Linkslenkimpuls, das ist der springende Punkt. Wenn ihr zu hart einlenkt, fallt ihr vorne rüber, wenn ihr zu wenig einlenkt, setzt ihr euch einfach wieder nach hinten ab. Also im besten Fall lieber zu wenig lenken, nochmal hinten absetzen und das Ganze dann so lange kontrolliert wiederholen. Hier ein sehr schöner kontrollierter Lenkimpuls, bis ihr wisst, wie viel Power kriege ich, je nachdem, wie hart ich eingelenkt habe. Das Fahren ist meistens nachher nicht mehr so das Problem. Das Schwierigste sind wirklich die ersten kontrollierten 10 bis 20 Meter. Da der Wasserstart mit Abstand der schwierigste Part beim Kitesurfen ist, sollte man sich hiervon ein kleines bisschen mehr Zeit einplanen. Meiner Erfahrung nach dauert der Step ungefähr 3 bis 5 Stunden, aber ähnlich wie bei den zwei anderen Teilen der Kite-Kontrolle und den Bodydrags ist das natürlich extrem individuell unterschiedlich. Wenn man Vorerfahrung mit reinbringt vom Snowboarden oder wenn ihr schon Wakeboarden könnt, werdet ihr euch natürlich deutlich leichter tun, wenn ihr die ersten Meter auf dem Kiteboard seid, als wenn ihr keine Vorerfahrung mit reinbringt. Aber so plus minus würde ich sagen 3 bis 5 Stunden ungefähr. Für den Wasserstart bekommt ihr auch wieder drei Praxistipps von mir mit an die Hand. Eigentlich sind es vier, aber wir sagen drei Praxistipps mit an die Hand. Wenn ihr ausgerichtet seid, der Schirm auf 12 ist, zieht die Bar bewusst ein kleines bisschen unter den Druckpunkt ran. Dann bekommt ihr nämlich schon einen Lift und ihr spürt den Kite. Jeder Lehrer unterrichtet ein bisschen anders. Für mich funktioniert die Technik hier am besten. Also ihr zieht ein bisschen ran, spürt den Lift. Zweiter Praxistipp ist, den richtigen Einschlagwinkel zu finden. Lieber erstmal zu wenig als zu hart einlenken. Wenn ihr nämlich zu hart einschlagt, kann es sein, dass ihr vorne überfallt und crasht. Diese Crashs wollen wir vermeiden. Also fangt mit einer kleineren Lenkbewegung an und werdet dann langsam größer. Dann könnt ihr euch rantasten und kriegt genau den Lift vom Schirm, den ihr braucht, um kontrolliert hochzukommen. Und der dritte Praxistipp ist, die Fersen bewusst gedrückt zu halten beim Vorrollen. Wenn ihr nämlich die Füße nach vorne klappt, dann fängt das Brett an zu schlittern und ihr habt keinen Widerstand, gegen den ihr euch aufrollen könnt. Also haltet die Fersen gedrückt, rollt euch nach vorne und deshalb vier Praxistipps eigentlich. Bleibt dann klein auf dem Brett. Wenn ihr die Beine durchstreckt, seid ihr deutlich instabiler, als wenn ihr in einer kompakten Körperposition seid. Wenn ihr das an alles gemeistert habt und von 10 Wasserstarts ungefähr 6 bis 7 kontrolliert hochkommt, kontrolliert 30 bis 50 Meter fahrt und euch wieder absetzen könnt, dann seid ihr auf jeden Fall ready, um erstmal ein paar Sessions alleine zu machen. Jetzt geht es einfach darum, viel zu üben und Zeit auf dem Wasser zu verbringen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie ich meinen Grundkurs aufbaue. Ich bin der Meinung, Kitesurfen sollte hauptsächlich Spaß machen und das tut es am meisten, wenn man den Sport sicher und systematisch lernt. Und das tut ihr am besten, wenn ihr möglichst viel Zeit auf dem Wasser an der Bar mit dem Kite verbringt. Wenn ihr den Sport systematisch mit Spaß und sicher lernen wollt, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich würde mich riesig freuen, euch den Sport hier in El Gouna in Ägypten näher bringen zu dürfen.
Wenn ihr ansonsten Fragen habt, was das Kitesurfen angeht, wisst ihr, könnt ihr das ganz gerne in die Kommentare unten schreiben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich linke das wieder hier drüben ein. Und ansonsten freue ich mich, euch kennenzulernen. Ganz liebe Grüße aus Elguna, euer Wilko. Ciao!